Digitale Knoten. FRM vernetzt die Welt. Frankfurt-Rhein-Main, die Metropolregion im Herzen Westeuropas, ist auch ein zentraler Datenhub. Hier laufen Datenströme aus Deutschland und der ganzen Welt zusammen, werden gebündelt, verarbeitet und wieder verteilt. Die Datenmenge, die hier durch Glasfaserkabel fließt, von Hochleistungscomputern errechnet oder zu Satelliten übertragen wird, ist gigantisch. 3.900 Terabyte durchlaufen täglich den streng bewachten Internetknotenpunkt DKIX. Das entspricht einer Menge von 830.000 DVDs. Der wichtigste Internetknoten Europas zählt die Global Player der IT-Branche zu seinen Kunden. In einem Markt mit anhaltend großem Wachstumspotenzial. Von Märkten versteht man am Finanzplatz Frankfurt-Rhein-Main eine ganze Menge. Das von der deutschen Börse entwickelte Xetra-Handelssystem ist die international führende Plattform für den Börsenhandel. Ein über die Xetra-Server abgewickelter Wertpapierauftrag braucht für Ausführung und Bestätigung nur 35 Millisekunden. 2,1 Millionen Transaktionen verarbeitet Xetra an handelsintensiven Tagen. Ein Auf und Ab ganz anderer Art verfolgt der deutsche Wetterdienst in Offenbach mit Hilfe des SX9, dem derzeit schnellsten Vektorrechner der Welt. 109 Billionen Rechenschritte pro Sekunde. Für diese Leistung bräuchte ein handelsüblicher PC rund 10.000 Prozessoren. Jedes Jahr erstellt der DWD mit Hilfe des Superrechners 90.000 Wettervorhersagen. Dass der Wetterbericht und unzählige andere Programme den Weg in alle Welt finden, dafür sorgt die Erbfunkstelle Usingen. Die größte Anlage dieser Art in Europa besteht aus fast 100 Satellitenantennen. Die größten haben einen Durchmesser von 20 Metern und können sogar Australien erreichen. Noch wesentlich weiter reicht das Netzwerk der ESOC. Der Kontrollraum der Europäischen Raumfahrtagentur ESA in Darmstadt ist Europas Tor zum Weltraum. Mehr als 50 Satelliten wurden hier seit 1997 bereits operationell betreut. Alles, was nicht ganz so weit fliegt, erscheint auf dem Radar der deutschen Flugsicherung. 10.000 Flugbewegungen täglich kontrolliert die DFS. An allen wichtigen Flughäfen Deutschlands ist sie vor Ort vertreten. Die Zentrale der Flugsicherung befindet sich in Langen, südlich des Frankfurter Airports. Frankfurt-Rhein-Main, für ganz verschiedene Branchen, ein zentraler Knotenpunkt im globalen Datennetz.